Einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Es freut mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben zu einer weiteren Folge Heimatgeschichten der Horn aus meiner Küche. Und um Küche ging es auch bei der Heimatgeschichten-Folge, als wir im Dezember in Feldkirchen waren. Und da haben wir die Gaststätte Flugwerk besucht. Und der Chefkoch, der Markus, hat uns da seine Küche gezeigt. Wir sind jetzt hier mitten im Ort an diesem schönen Backsteingebäude, weil die Feldkirchner nämlich hier zusammenkommen. Das ist ein Treffpunkt. Und warum das so ist, das schauen wir uns jetzt an. Also Markus, was kochst du heute hier? Also ich schneide da gerade ein Tiroler Gröstl zusammen für die Abendkarte. Mhm. Das ist nichts Schlechtes, ist der Schweinsbraten von gestern am Abend. Das schreiben wir dann heute Abend auf mit Spiegelei und Salat, das essen sie recht gern. Wir haben eine österreichisch-bayerisch-internationale Küche. Ja, also weil man hört es ja, du kommst natürlich aus Österreich. Wo kommst du her? Ja, ursprünglich, ich bin ein Wiener, meine Mutter ist Steirerin. Mhm. Und ich bin schon lange weg von Wien. Ja, schade, oder? Wien ist doch so eine schöne Stadt. Ja, man fährt immer wieder hin und freut sich, wenn man wieder weg ist. Ne? Echt? Ja. Das heißt, wie lange bist du schon in Feldkirchen? In Feldkirchen, wir sind da seit April 2016, haben wir hier aufgemacht. Ja, aber in München bin ich schon lange, über 15 Jahre. Ja. Mhm. Mhm. Also bist schon eingebayert? Ich bin kein Bayern-Fan, so gesehen. Kein Bayern-Fan? Nein. Für mich gibt es nur eine Mannschaft. Ja. Welche Mannschaft ist das dann bei dir? Bei mir ist Rapid Wien. Ja, schon. Das bleibt dann. Das bleibt. Das bleibt auch, wenn man sozusagen im Ausland ist. Im Benachbarten. Mhm. Und jetzt, also du machst das, das wird aber werden ein Haufen Portionen. Ja, wir haben auch viel zum Tun im Moment. Ne? Es ist Weihnachten, das heißt, wir haben richtig die Hütte voll jeden Tag, was schön ist. Das heißt, es geht an die Substanz. Aber besser so als anders. Ja. Sich ist so, großartig Beschwerden haben wir, glaube ich, keine. Ich schaue ja nie nach im Internet, weil ich ja weiß, was wir kennen. Ja. Wir kochen da alles natürlich. Also wir haben da jetzt kein Glutamat, Geschmacksverstärker, irgendwelche Pulver. Das gibt es bei uns nicht. Ich meine, ihr seid schon eine Institution in Feldkirchen. Mittlerweile, ja. Kann man so sehen, ja. Also ich kenne es sogar noch von ganz früher, weil ich hier in der Nähe auf der Schule war. Und da war damals schon... war das eine Institution und das, glaube ich, ist es schon immer geblieben. Also ich kenne es noch unterm Fliegerbräu. Ja, da war es ja noch okay, dazwischen war andere und jetzt haben wir geschaut, dass wir es wieder hochkriegen, das Ganze. Ne? Und ist eigentlich der Name Flugwerk wegen am alten Flughafen in der Nähe, oder ist das der Hintergrund? Ich denke mal, dass man sich ein bisschen abhebt von diesem Fliegerbräu, weil da relativ viel Kritik war zum Ende. Ne? Und wir haben eigentlich komplett neu gestartet. Wir haben ein ganz anderes Konzept. Ich meine, das mit dem Flieger, das haben wir im ganzen Lokal. Das heißt, überall hängt dort der Flieger, da ist ein Helm etc. Stimmt, und da hat man damals ja immer noch die Papierflieger rumgeworfen. Ja, machst du dir sowas auch noch? Wir sind ja umweltbewusst, das macht man immer. Ne? Jetzt haben wir gleich den Chef vom Flugwerk hier zugeschalten, aber erst machen wir eine kurze Unterbrechung. Wir sind wieder zurück und wir sind jetzt mit dem Michael, dem Chef vom Flugwerk in Feldkirchen, verbunden und wollen mal nachfragen, wie Sie die Situation gerade so meistern. Hallo Michael. Servus, grüß dich, hallo Jerry. Du bist ja coronamäßig vermummt, wie sich's gehört. Ja, so sieht's aus, so sieht's aus. Ich mag mal sehen, wie du nicht aussiehst. Mach mal runter. Ist ja nicht zum Spaßen damit, deswegen Vorsicht genug. Aber ich vertraue dir ja, dass wir jetzt keinen Kontakt haben. Wir sind ja auf Zoomen, deswegen hier schwer. So, jetzt. Ich freue mich, dass wir uns überhaupt mal kennenlernen, weil im Dezember warst du ja leider dann krank im Bett gelegen, gell? So sieht's aus. Aber jetzt krank im Büro. Genau, jetzt geht's wieder. Wahrscheinlich habe ich das Corona schon gehabt, bevor es gar keiner gewusst hat. Ja, nein, habe ich natürlich nicht. Es war halt eine saubere Erkältung, ja. Die schlägt halt ab und zu ein. Das ist ja gerade das Thema. Wie ist denn die Situation bei euch? Ja, es war am Anfang, also grundsätzlich ist es halt ein Schock, ja. Also das ist halt, du hast ja sowas noch nie erlebt, ja. So wie es einem Politiker halt auch geht. Also jeder ist hier, glaube ich, total... unerfahren mit sowas und weiß gar nicht, wie er regieren soll, dann redest du dir natürlich als positiver Mensch, denkst du immer vorwärts, ja, und sagst halt, ja, jetzt Mai, es ist schon wichtig und müssen wir durch und Ende Mai und okay, mein Bauchgefühl war so Mitte Mai, dass es vorbei ist. Natürlich habe ich auch so eine tolle Versicherung abgeschlossen, Betriebsschließungsversicherung, und dann habe ich mir natürlich gedacht, haha, mit mir nicht und so.
wie wir alle wissen, kann die Betriebsschließungsversicherung jetzt auf einmal gar nichts mehr und will die Leute abziehen irgendwie mit so einem kleinen Angebot, ja, so ein Schnapper. In meinem Fall würde ich 30.000 Euro kriegen und die wollen mich abspeisen mit 4.500. Das ist im Endeffekt so wie die Soforthilfe, die natürlich total geil ist, das ist geschenktes Geld, also man will ja nicht undankbar sein, aber im Endeffekt mit der Geschäftsgröße ist es halt so ein Tropfen auf dem heißen Stein, der dir natürlich minimal hilft, aber nicht wirklich, ja. Das heißt, ihr hattet wirklich total, also ganz zu, ihr hattet auch kein Takeaway oder wie? Nein, für mich persönlich finde ich, also seit ich Gastronomie mache, weiß ich, dass, keine Ahnung, für mich ist die Logik, dass Küche, die muss gut sein, ja, aber in der Küche verdienst du nicht wirklich Geld, also so habe ich das in meinem Kopf drin, ja. Natürlich gibt es den kühlen Rechner, der mir das widerlegt, aber für mich persönlich, Koch kostet Geld, ja, weil er wirklich buckeln muss. Du hast Stromkosten, du hast Einkauf, du hast hin und her. Für mich ist das Essen in einem guten Wirtshaus ist mehr dieses Zugmittel. Ja. Und Geld verdienst du tatsächlich am noch ein Bier verkaufen, einen Kaffee, ein Aperitif, ein Schnäpschen. Und da holt der Wirt sein Geld im Endeffekt. Ja. Deswegen von vornherein war für mich das völlig sinnfrei, irgendwie einen Lieferservice anzubieten. Ja. Auf der anderen Seite kenne ich es von daheim, kenne ich es aus dem Wirtshaus. Das Essen kommt vom Topf auf den Teller und dann auf den Tisch und dann ist es perfekt. Jetzt packst du das Essen in irgendeine Mitnahmebox, ja. Und daheim 20 Minuten, das kondensiert, ja, das Wasser drauf, da ist nichts mehr knusprig. Also Beispiel Pommes zum Mitnehmen, ja. Wenn du zum Mecke gehst und dir Pommes holst, ja, daheim kannst du die nicht mehr essen. Kannst du eigentlich schon im Auto nicht mehr essen. Diese Logik war halt das, was mir halt widersprochen hat. Und dann wäre Takeaway-Geschäft wäre für uns Beschäftigungstherapie gewesen, ja. Und so fahre ich meine Stromkosten und alles runter. Und was wir halt jetzt angefangen haben, auch coole Idee vom Brauer, was früher gang und gäbe war, was ich als Kind noch kenne, diese gute alte Gassenschenke, ja. Also ich weiß noch, damals, ich habe mit meiner Mama neulich geredet, wie sie zum Geburtstag habe ich so ein Skateboard bekommen, ja. Und bin jetzt, bitte, lass mich für dich Zigaretten und Bier holen, bitte. Dann hat sie mich nachts, Ständlerhof war das damals, dann hat sie mich rausgeschickt, ja. Und ich musste im Skateboard halt, da gehst du dann hinten, hinter das Wirtshaus, musst du läuten, dann geht die Klappe hoch, ja. Und dann hier, Zigaretten, Servus, 2 Mark. Das war cool. Und das haben wir jetzt wieder eingeführt, haben wir jetzt so ein Fenster aufgemacht. Und haben wir erstmal mit diesem Bierverkauf gestartet, ja. Das ist eingeschlagen, das haben sie uns echt aus den Händen gerissen, das war cool. Und was wir jetzt eben noch machen. Weil jetzt ich unterbrechen, was ja besonders gerne bei euch ist, dass ihr ja euer eigenes Bier braut. Und da genau will ich den Zuschauern noch mal kurz zeigen, wie mir dein Kellner, der Messi, das gezeigt hat. Da war zwar, glaube ich, noch kein Braumeister da, aber ihr wart kurz davor. Da schauen wir noch mal kurz rein. Können wir da mal rein? Ja, bitteschön. Mhm. Das ist ganz schöne Anlage. Das ist einfach die komplett alte Modell. Aber kennst du dich aus, wie man Bier braut oder eigentlich nicht? Leider nicht. Gar nicht. Nee, leider nicht, aber ich ab und zu. Du probierst das Bier wenigstens? Gerne. Gerne trinke Bier, ab und zu Weißbier, gerne mit meinem Chef, mit der Braumeister. Wir sind total ein gutes Team, muss ich ehrlich sagen, total nette. Ihr müsst das schließlich auch verkosten und schauen, ob es gut ist, oder? Ja, freilich. Da müssen wir mal vorbeikommen, wenn ihr dann wirklich wieder Bier macht. Ja, genau. So, schön. Mhm. Ganz schön, einfach und sauber. Das ist, muss man normalerweise einen Tag vorher die ganze alle vorbereiten. Und jetzt kommt die Braumeister um 6 Uhr in der Früh, fängt die zum Brauen und dauert ungefähr 5 bis 10 Stunden zum eine. Der macht in der Früh das Bier und am Abend kann man es schon trinken? Nein. Das nicht, das muss doch gern und monatelang. Genau. Nein, das ist die 6 Wochen. 6 Wochen brauchst du? Okay. Also und jetzt dieses, was man da gesehen hat, diese riesige Kupferkessel, ist der jetzt im Moment wieder gefüllt oder wie? Wie schaut das aus bei euch? Nein, das ist nicht dauernd gefüllt. Wenn du brauchst, das ist das, was du gesehen hast, die erste Kupferkessel auf dem Boden steht, das ist quasi die Würzepfanne. Ja. Da ist am Anfang ist es 40 Grad heißes Wasser circa drin, ja gut heiß. Und da wird eingemeischt. Ja. Da rührst du zum ersten Mal deine Maische ein, versuchst halt diesen Malzzucker zu gewinnen. Denn dann pumpst du da hoch. Das ist so ein Prozess. Mei, lass es. Ich weiß gar nicht, ich bin kein Brauer, Entschuldigung. Aber es ist so ein Tag, wird der vielleicht benutzt in der Woche dann im Endeffekt. Ja. Dann ein paar Schritte wird es runtergepumpt. Die meiste Zeit ist eigentlich dieses Einlagern und richtig kühlen und abwarten, dass alle Giftstoffe sich auslagern quasi. Ja. Und also bei uns definitiv wird alles benutzt. Klar, die Brauerei, so wie sie dasteht, ist kein Museum. Die wird gewartet und benutzt. Das ist wie eine kleine Fabrik.
Und im Keller tun wir halt im Endeffekt abfüllen, lagern, Flaschen spülen und solche Sachen. Gell? Und das ist das Highlight, was ich auch jetzt in dieser Krise feststelle, was ich persönlich eigentlich für ein geiles Wirtshaus habe. Weil jedes Wirtshaus braucht so ein Alleinstellungsmerkmal. Ja? Und das haben wir mit unserer schönen Brauerei und mit unserem hausgebrauten Bier. Das finde ich ist sowas, was ein Wirtshaus ausmacht, dass du halt was Eigenes hast. Ja? Und nicht eins von 100.000 Wirtshäusern, die halt, oh, da ist aber schön gemalt drin und sonst aber... Also für mich persönlich, natürlich gibt es geile Wirtshäuser, aber natürlich bin ich in mein Wirtshaus dermaßen verliebt. Ja. Und wie glaubst du, also jetzt wird ja alles ein bisschen gelockert. Kannst du dann aufmachen mit verteilten Sitzplätzen oder wie ist das bei dir möglich? Also mein geiles Wirtshaus hatte auch einen riesen Biergarten. Na, ich habe ja schön, ich habe ja im Obergeschoss diesen Veranstaltungsraum mit zusätzlicher Dachterrasse. Ja. Deswegen klar, die erste Logik, denkst du, wie kannst du deine Vorteile nutzen? Ich habe noch einen Parkplatz direkt neben meinem Biergarten, den kann ich noch bestücken, bestuhlen. Und ich würde es hinkriegen. Aber unterm Strich ist es völlig für den Arsch, okay? Lieber nicht. Als so halb. Auf der anderen Seite darfst du nicht jammern, sei froh, dass wieder was vorwärts geht und du was leisten kannst. Ja. Auf jeden Fall hat jedes andere Wirtshaus hat seine eigenen Bedingungen, an die er sich anpassen muss. Und ich glaube, da habe ich ein bisschen Glück, ja, weil ich eben diesen riesen Biergarten habe mit zur Not 400 Plätzen sogar, ja, könnte ich ihn aufstocken, machen wir irgendwie, aber dann könnte ich noch zum Parkplatz raus, ja, der noch so drei Bäume so ein bisschen getrennt ist, könnte ich auch noch Tische hinstellen und dann habe ich noch eine Dachterrasse, ja, die könnte ich auch noch bestuhlen, ja. Was ich jetzt neulich gesehen habe, so ein kleines Filmchen über ein anderes Wirtshaus, der das mal nachgebaut hat, ja, was völlig verloren geht, da wo ich ein bisschen Angst habe, ist halt wirklich diese Atmosphäre, ja. Ich weiß gar nicht, Tische müssen 2 Meter auseinander sein, ja. Das ist halt schade. Das ist gerade ein Wirtshaus, ist dieses Gesellige, dieses Treiben, diese Geräuschkulisse, finde ich jetzt. Der Geruch von Essen und Bier, ja. Und das geht dezent verloren. Und wenn du in ein Wirtshaus reingehst, was leer ist, dann fühlst du dich nicht unbedingt wohl, ja. Ja, wer weiß. Außer du hast jemanden auch. Natürlich erstmal ein bisschen umstellen müssen. Kann natürlich passieren, dass man erstmal so, das Restaurant ist nur noch so ein bisschen leerer für uns. Das ist halt schade. Aber auf der anderen Seite, wie willst du das anders machen, ja? Da ist überhaupt nichts. Natürlich ist jeder an seine Existenz und ist am Schimpfen und am Jammern, ja. Aber Gastronomie, da wird Bier getrunken, ja. Da vergisst jeder Dritte das Händewaschen, wenn er voll ist. Du vergisst diese Distanz im Endeffekt, ja. Du desinfizierst nicht die Klobrille, wie zu Hause vielleicht oder so. Entschuldigung, wenn ich sagen darf, aber deswegen ist es für mich, ist es auch irgendwo total nachvollziehbar, ja. Gerade wenn du selber Familie hast oder so, vielleicht im Umfeld sogar was hörst, dass was geschehen ist mit dieser Krankheit, mit diesem Virus. Von daher, Wirtshaus und Gastronomie, so traurig es ist, ja. Wir haben auf Deutsch die A-Karte, ja. Aber halt total berechtigt, finde ich. Also, weil es ist heikel. Das ist gerade, ja. Du hockst zusammen und du klatscht ab und super und lustig und danke und pfirti. Und jeder Gast will mit der Bedienung flirten und will sie am liebsten aufessen, so auf Deutsch gesagt, ja. Denke ich mir, also von daher denke ich mir, es ist halt einfach total berechtigt, so bitter wie es klingt und ist, ja. Deswegen muss man das Beste draus machen. Als Wirt will ich auch nicht der Arsch sein, der schuld ist, dass sich 100 Leute wegen mir anstecken und von den 100 Leuten 2 Rentner halt das nicht überstehen, ja. Das ist das nächste Ding, okay. Deswegen hört es alle auf zu jammern, man zieht es durch, macht das Beste draus und klar, jeder redet sich über den anderen leicht, aber das ist so meine Devise, ja. Ja, Michael, danke. Aber es ist gut, dass du noch so optimistisch bist und auch neue Ideen hast. Da geht was vorwärts. Ich kann nichts anderes, ich kann bloß Wirtshaus. Du, dann ich wünsche dir alles Gute und dass hoffentlich das bald überstanden ist. Uns wieder ja, so wie früher auch. Im Wirtshaus. Ja, durchaus. Das glaube ich in jedem Fall. Genau. Ja. Du, dann mach's gut. Danke. Alles klar, habe ich die Ehre. Danke dir. Ciao, mach's gut. Hab mich gefreut. Servus. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war's für heute. Machen Sie es gut, haben Sie ein schönes Wochenende. Bis nächste Woche. Wiederschauen.